wir nicht alle Kinder einladen konnten. Wir haben aber mit allen Kindern Kontakt und wollen auch, also vier der Kinder sind jetzt, haben eine Rolle danach in der Telenovela bekommen. Das heißt, das ist sowas vergleichbar, wie wenn man hier Tatortkommissar wird, sag ich immer. Hallo, ich bin der Ansgar Ahlers. Ich freue mich, auf dem Kanal hier bei HB Albers zu sein. Ich soll ein bisschen was erzählen. Und zwar bin ich der Regisseur von Bach in Brasilien, der jetzt aktuell im Kino läuft. Wir hatten heute hier unser Finale der Kinotour. Das läuft nämlich in ganz vielen Städten. Wir sind durch ganz viele Städte gereist mit den Schauspielern. Schauspieler aus Brasilien. Hauptdarsteller ist Edgar Selge und seine Frau spielt auch mit Franziska Walser, Peter Lohmeier, Hans-Peter Korff, also viele Gesichter, die man kennt. Und unsere Geschichte ist eigentlich ein Feel-Good-Film, wird er oft bezeichnet, weil es um den eigentlich Deutschland und Brasilien geht, wie schon in vielen Sachen, Bach in Brasilien. Das heißt, es geht eigentlich um die Verknüpfung von Augsteinern zweier Länder, ein alter deutscher Musiklehrer, der denkt, sein Leben ist zu Ende, beziehungsweise das ist ja bei vielen Eltern, die denken, da kommt nichts mehr, es ist keine neue Lebensaufgabe mehr auf sie zu. Und den schmeißen wir einfach nach Brasilien, weil er eine Erbschaft von einem originalen Obenland von Bach geerbt hat. Da trifft er auf brasilianische Kinder in einer jungen Strafanstalt, weil da glauben, das sind die Ausreiter in Brasilien, wo viele in Brasilien nicht mehr dran glauben, dass die, dass aus denen noch was Neues entstehen kann. Und die fangen an, zusammen Musik, Neuinterpretation von Johann Sebastian Bach zu machen und kriegen dadurch eine neue Lebensperspektive. Ein sehr positiver Film. Ich wollte ihn fürs Publikum machen mit einer positiven Aussage, weil es gibt so viele negative Filme. Ich war sehr froh in Kiel auf dem Filmfest, ich war auch, wo man mir sagte, ein Bundesjugendrichter vom Obersten Gerichtshof, der sagte, bitte zeig den Film in den Strafanstalten, dass er niemals endlich mal ein positiver Film ist, der dem eine positive Perspektive bietet. Also, ich würde mich freuen, er läuft jetzt in der zweiten Woche noch mehr Kinos in Deutschland auf Facebook Bach in Brasil. Könnt ihr erfahren, wer die Akteure sind, könnt ihr mit den Akteuren in Verbindung treten. Und ich würde mich freuen, mich im Kino zu sehen. Ich bin auch ein bisschen noch unterwegs in verschiedenen Kinos. Und wenn euch der Film gefallen hat, wenn ihr ihn gesehen habt, bitte weiterempfehlen. Ich habe 9 Jahre daran gearbeitet und wir haben halt mit ganz vielen Kindern daran gearbeitet. Ich bin mir sicher, wird euch gefallen. Und ich freue mich.